liebe Gäste, auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu dieser dritten Weltenreise. Unser ganzer Körper ist voll von einem komplexen Netzwerk von Blutgefäßen, so dass, auch wenn man alle anderen Strukturen wegnimmt, das ist ein Kopfpräparat, das im Anatomischen Museum der Universität Basel steht, sodass auch wenn man alle Strukturen wie die Haut, Bindegewebe, Knochen, Nerven, das Hirn und so weiter wegnimmt, sieht man trotzdem noch, dass das ein Kopf ist. Die Blutgefäße sind sehr, sehr komplex und obwohl man diesen Blutkreislauf sehr gut kennt und schon jahrhundertelang analysiert hat, weiß man eigentlich relativ wenig, wie diese komplexen Netzwerke entstehen. Diese Netzwerke entstehen im Embryo, schon sehr früh in der Embryogenese. In der menschlichen Hand sind Blutgefäße schon im Baby, vor der Geburt vorhanden natürlich. Und das ist sehr schwierig, solche Sachen zu dokumentieren in einem Embryo, der aufwächst, in einer Mutter. Das ist auch mit der Maus sehr schwierig anzustellen. Da kommt ein Fisch zur Hilfe. Der Zebrafisch. Dieser Zebrafisch ist eigentlich ein Süßwasserfisch, er ist etwa 3 cm lang. Wieso er für die Forschung so interessant ist, kommt daher, dass ein einzelnes Weibchen, wenn es die Nacht mit einem Männchen verbringt, am Morgen bis zu 300 Eier ablegen kann, die befruchtet sind. Der Embryo darin fängt sich an zu entwickeln und er entwickelt sich in einer durchsichtigen Eihülle. Das heißt, man kann das mit dem Auge verfolgen oder mit einem ganz normalen Mikroskop. Man kann dann solche Filme machen wie der hier, der zeigt die Entwicklung eines Embryos. Die Zellen teilen sich dann alle 20 Minuten, bis man nach 3 Stunden etwa 1000 Zellen hat. Und aus diesen 1000 Zellen wird dann ein Embryo geformt. Also man kann das sehr schön verfolgen. Man kann auch unter sehr einfachen Mikroskopen durch den Fisch durchsehen. Das ist die Schwanzregion eines Fisches. Und man sieht hier, wie das Blut durch die Adern fließt. Das ist eine Arterie hier, das Blut fließt pulsmäßig, es kommt vom Herz und wird über den Herzschlag da reingepumpt. Hier ist die Vene, da fließt das Blut ein bisschen gemächlicher zurück oder nicht mehr so schlagartig. Und hier sieht man, dass da wahrscheinlich auch Blutgefäße sind, weil man einzelne Blutkörper sieht, wie sie nach oben gehen, Sauerstoff austauschen mit dem Nervensystem, das da oben ist, und dann wieder nach unten gehen. Nun sehen Sie hier nicht die Blutgefäße, sondern Sie sehen nur, dass da wahrscheinlich Gefäße vorhanden sein müssen, weil das Blut darin fließt. Um die Blutgefäße selbst sichtbar zu machen, bedurfte es noch einiger Entdeckungen. Man wusste schon sehr lange, dass es fluoreszierende Organismen gibt, Bakterien oder eben wie diese Quallen hier, die grün aufleuchten, wenn man sie mit einer bestimmten Wellenlänge anstrahlt. Ein japanischer Wissenschaftler hat sich dann gefragt, Anfang der 60er Jahre, was ist die Substanz da drin, die so leuchtet? Ist es etwas Chemisches? Hat aber herausgefunden, dass es ein Eiweiß ist. Ein zweiter Forscher, ein Amerikaner, hat sich dann gesagt, wenn wir dieses Eiweiß in eine einzelne Zelle, vielleicht eines Zebrafisch-Embryos, Zebrafisch wurde damals noch nicht gebraucht, wenn man das in eine einzelne Zelle einschleusen würde, könnte man vielleicht diese Zelle verfolgen, weil sie die einzige ist, die grün aufleuchtet. Diese fluoreszenten Proteine oder diese leuchtenden Proteine, die kann man jetzt in der Zebrafischforschung sehr gut anwenden. Wenn wir einen Zebrafisch anschauen mit dem normalen Mikroskop, sehen wir wiederum, er ist eigentlich durchsichtig, man sieht sehr viel, einzelne Pigmentzellen, das Auge, man sieht aber die Blutgefäße nicht. Und wenn dieser Zebrafisch Eiweiße nur im Blutgefäßsystem, diese grünen Eiweiße nur dort zum Ausdruck bringt, dann können wir umschalten auf eine andere Wellenlänge in einem Fluoreszenzmikroskop und dann sehen wir sehr schön nur noch die Blutgefäße. Hier sieht man, wie zwei Gefäße sich zusammenfinden. Sie schütteln sich wie die Hand und verbinden sich. Jetzt ist da eine neue Verbindung entstanden, die vorher nicht da war. Da kann aber noch kein Blut fließen. Sie sehen, da ist gar kein Hohlraum vorhanden. Und jetzt sehen wir hier, wie langsam ein Hohlraum gebildet wird. Man sieht, da wird gearbeitet, da werden Höhlen gemacht, hier drüben dasselbe. Irgendwann treffen sich mal diese Röhren hier und dann kann das Blut über diese neue Netzwerkbildung kann dann vielleicht von diesem Gefäß in das andere Gefäß fließen und dann wieder zurück von einer Arterie in eine Vene. Und so werden dann diese Netzwerke gebildet. Das kann man also sehr schön alles verfolgen. Aber es fehlt uns eigentlich noch ein wichtiger Hinweis, und das sind die Zellen. Wir sehen hier etwas Grünes, das sind vielleicht Zellkerne. Das heißt, wir müssten noch herausfinden, wie viele Zellen hat es da drin, was machen die Zellen. Zellverhalten ist die Basis eines Lebewesens. Und das ist eigentlich das, was wir hier
studieren möchten. Wenn man jetzt einen Fisch analysiert, der grün die Zellkontakte markiert, nur im Blutgefäßsystem, alles andere ist unsichtbar, in diesen roten Blutzellen hier, dann können wir jetzt anfangen, die Architektur dieser Gefäße zu bestimmen. Hier ist eine Zelle hier oben, dann kommt eine andere Zelle hier in weiß, dann kommt nochmal eine Zelle, und weil das Ganze dreidimensional ist, hat es da natürlich noch Linien hier, die Zellverbindungen auf der Hinterseite darstellen. Und so stellen wir uns das jetzt im Prinzip vor. Die zwei Zellen, die treffen aufeinander. Hier hat diese Zelle Kontakte mit den nächsten Zellen. Sobald sie sich treffen, wird ein neuer Kontakt etabliert. Jetzt haben sich die Gefäße gefunden, jetzt wird die Verbindung gemacht. Und jetzt stößt der Blutdruck, stößt diese Membran durch die erste Zelle, die jetzt schon hohl ist, und dann durch die zweite Zelle, damit diese Zelle auch ausgehöhlt wird. Jetzt haben wir einen Hohlraum, das Blut kann fließen, das Blut fließt auch in diesem Zustand durch dieses Gefäß, und eigentlich könnte man hier jetzt aufhören. Aber ich habe Ihnen im Film, sieht man sehr schön, dass die Zellen jetzt weitermachen. Das gefällt ihnen nicht unbedingt, dass sie anders aussehen als ihre Nachbarn. Das heißt, sie suchen neue Zellkontakte hier. Und dieses Cell-Splitting ist etwas, was wir sicher nicht erwartet haben. Zellen werden nie aufgeschnitten, nur wenn sie sich teilen und dann wirklich voneinander weggehen müssen. Das ist ein Phänomen, das man sonst nie sieht in der normalen Zellbiologie. Das ist jetzt hier noch einmal gezeigt. Diese Zelle ist eigentlich, hat einen Hohlraum in sich und muss jetzt hier aufgeschnitten werden, da oben, damit sie die zwei benachbarten Zellen miteinander verbinden können. Dieses grafische Modell, ich glaube, ist sehr viel einfacher als der Film, den ich Ihnen gezeichnet habe. Da ist alles, unser Wissen ist da drin in diesem Film. Und unsere Blutgefäße sind sehr komplex. Jedes Organ braucht Blutzufuhr. Bei jeder Wunde werden neue Blutgefäße gemacht. Es ist ein sehr, sehr dynamisches System. Und es ist nicht nur so, dass alle unsere eigenen Organe Blutgefäße brauchen, sondern auch Tumore, die wachsen. Tumore schütten dann Substanzen aus, die man heute kennt, und man weiß, dass diese Substanzen neue Blutgefäße anziehen. Das heißt, neue Blutgefäße wachsen in diesen Tumor ein. Nicht nur versorgen sie dann den Tumor mit Nährstoffen, es ist auch so, dass Zellen dann über diese Blutbahn in andere Regionen des Körpers gelangen können, zum Beispiel in die Lunge, um dann Lungenmetastasen zu bilden. Das heißt, Blutgefäßbildung ist sehr, sehr wichtig. Jedes Organ braucht es. Es gibt sehr viele Krankheiten, die mit Missbildung des Blutgefäßsystems oder Missfunktion des Blutgefäßsystems zu tun haben. Und Krebs ist eines derjenigen, wo man hofft, dass man über die Blutgefäße besseren Zugang dazu bekommt, die Krankheit einzudämmen oder eventuell auch zu heilen.